Für die perfekte Saatbettbereitung bei hoher Flächenleistung sind die gezogenen Kombinationen System Kompaktor und System Korund von Lemken die ideale Wahl. Die zentimetergenaue Arbeitstiefe ermöglicht ein gezielt flaches Saatbett mit optimaler Rückverfestigung bei Zuckerrüben, Raps und anderen Feinsämereien. Genauso präzise arbeiten die beiden Kombinationen bei einem tieferen Saathorizont, wie er beispielsweise bei Mais wichtig ist. Das Ziel ist es, für optimale Saatgutablage und beste Keimbedingungen zu sorgen. Dafür brauchen die Samen ein Bett aus Feinerde, das mit Grobkrümeln bedeckt ist. Die Werkzeuge des System Kompaktor und System Korund lassen sich auf die unterschiedlichsten Bodenverhältnisse abstimmen und garantieren bei hoher Schlagkraft ein optimiertes Saatbett für die erfolgreiche Pflanzenentwicklung. Beim System Kompaktor laufen vor und hinter den Lockerungswerkzeugen Krümelwalzen, die den Rahmen für die Werkzeugfelder tragen. So sind die Werkzeuge dazwischen ohne Auflagedruck und können ihre Arbeitstiefe präzise einhalten. Der leicht geneigte Anstellwinkel der Flügelschare sorgt für kräftigen Einzug, während die gekehlte Unterseite der Flügelschare flaches Arbeiten ohne Zuschmieren erlaubt. Die Schare sind versetzt angeordnet und bearbeiten das Saatbett auf seiner ganzen Fläche. Für steinige Böden können die Flügelschare mit einer automatischen Überlastsicherung ausgerüstet werden. Auch die variabel einstellbaren Spurlockerer sind serienmäßig mit einer automatischen Überlastsicherung ausgestattet. Bei nur einer Überfahrt erledigt der Systemkompaktor die entscheidenden Aufgaben, die zu einem erfolgreichen Saatbett gehören. Zunächst ebnet die vordere Krümelwalze mit Schneidschiene die Pflugscholle ein und sorgt für ein erstes Zerkleinern der groben Kluten. Es folgen zwei Zinkenreihen mit Gänsefußscharen für die ganzflächige Lockerung. Die Werkzeuge sind in einem Parallelogramm aufgehängt, das in 1,5 cm Schritten verstellt werden kann. Der Vorteil? Die einfache und präzise Einstellung der Arbeitstiefe. Denn es wird immer eine Werkzeuggruppe als Ganzes über Lochleiste und Steckbolzen gleichmäßig verstellt. Das spart Zeit und garantiert immer eine exakte Tiefenführung durch die Walzen. Auf die Lockerungswerkzeuge folgt die hintere Krümelwalze, ebenfalls mit auf Griff gestellter Schneidschiene für die ideale Krümelstruktur. Als abschließender Arbeitsvorgang sorgt eine Nachlaufwalze für hohe Rückverfestigung. Selbstverständlich kann der Systemkompaktor je nach Bodencharakteristik mit unterschiedlichen Walzen bestückt werden. Oder es werden bei schweren, staunassen Böden die Gänsefußschare durch Gammazinken ersetzt. Das Ergebnis bei nur einer Überfahrt ist in jedem Fall vorbildlich. Die Feinerde liegt auf festem Untergrund, geschützt durch eine Deckschicht aus Grobkrümeln. Beste Bedingungen für ein gleichmäßiges Auflaufen der Kulturpflanzen. Auch bei der System Korund ist es das Ziel, mit einem optimal wasserführenden Saathorizont eine ideale Keimsituation zu schaffen und das bei hoher Schlagkraft. Anders als beim System Kompaktor wird bei der System Korund die vordere Walze durch eine Multischiene ersetzt, die sowohl auf Griff als auch auf Schlepp gefahren werden kann. Durch diese Verstellmöglichkeit kann die gefederte Planierschiene schnell an die Bodenverhältnisse angepasst werden. Als Lockerungswerkzeuge stehen wahlweise Federzinken oder Garezinken, um nur einige zu nennen, zur Verfügung. Ein Doppelzahnstangenkrümler sorgt für optimale Krümelung und Rückverfestigung. Die hohe Stabilität und Materialqualität des offenen Profilrahmens garantieren eine lange Lebensdauer. Die elastischen Tragarme der Lockerungswerkzeuge werden durch den robusten Rahmen fest geführt. Positiver Effekt: Die Tragarme mit lebenslanger Lemkengarantie gleichen Stoßbelastungen aus und schonen Traktor und Gerät bei Straßenfahrten und auf dem Vorgelände. Die Werkzeuge der Lemken-Saatbett-Kombinationen System Kompaktor und System Korund sind in 1,5 oder 2 Meter breite Arbeitseinheiten gegliedert. Durch diese Aufteilung kann jedes Arbeitsfeld unabhängig vom Benachbarten pendeln und sich dem Bodenniveau individuell anpassen. Dieser Vorteil garantiert ein absolut gleichmäßiges Saatbett und das bei hoher Flächenleistung und niedrigen Verschleißkosten.